good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkGaming TV aus Video und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pay for D-Pay. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie viel gerade unsere ersten beiden Spieler, glaube ich, kaufen. Der erste Spieler ist ein Linksverteidiger, das ist nämlich Cuadrado. Der hat mal früher bei Bayer Leverkusen gespielt, vor ein, zwei Saisons. Wenn ich mich da nicht ganz irre, muss aber eigentlich so angehen. Und ja, er kostet nicht so viel. Ich glaube, ich habe ihn für 450 Münzen gekauft. Ja, hier seht ihr das auch. Haben jetzt noch über 1000 Münzen übrig. Und dafür holen wir uns, glaube ich, noch einen neuen Innenverteidiger. Oder? Ja, ich glaube, das ist ein neuer Innenverteidiger. Wer es sein wird, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wollte ich mich noch für Feedback bedanken. 11 Likes habt ihr mir da gelassen, glaube ich. Also gutes Feedback. Und wenn ihr das wieder machen könnt, würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und im Hintergrund haben wir schon unseren Innenverteidiger gekauft, nämlich Feldmann. Sogar mit Backbone als Chemiestil. Kommt rein für Cummins, ein Engländer, für einen Niederländer. Und dadurch ist unsere Chemie auch gestiegen und die Qualität der Mannschaft natürlich auch. Wir haben jetzt schon 2, 4, 6 Goldspieler. Und der Torwart ist sogar auch ein Niederländer und kommt aus der niederländischen Liga. Deswegen haben wir da auch noch einen grünen Link, was auch ziemlich gut ist für die Chemie. Haben jetzt 59 Chemie und 68 Bewertung vom Team. Hier ist auch schon unser Gegner für diese Episode. Wir machen heute nur ein Spiel, weil wir jetzt fast schon bei 2 Minuten sind. Und das Spiel hat es eigentlich in sich, kann ich schon mal vorweg sagen. Obwohl sein Team nicht wirklich gut ist, 38 Chemie, 69 Bewertung. Murata hat im Sturm, mehr kenne ich glaube ich nicht, doch auch Bonner, Manolas da in der Innenverteidiger, also 2 gute Innenverteidiger hat er jedenfalls. Mal sehen, was da so geht und wir springen rein, gleich mal in die erste Szene. Die erste Szene hat unser Gegner in der dritten Spielminute, kommt über Del Moral über die linke Seite. Bringt die Ball in die Mitte, aber wir können auch ablocken, aber der Gegner bleibt am Ball. Murata jetzt am Ball, jetzt mit dem Schuss und Traumtor. Vierte Spielminute. Morata mit einem überragenden Abschluss, ein Traumtor zum 0:1 für ihn. Richtig starkes Tor. Wir lassen das aber nicht auf uns sitzen. Achte Spielminute, schöner Ball von Rossi auf Paredes. Der ist durch. Paredes, der muss ihn machen, aber zu weit vorgelegt. Und daher kann ein Keeper sehr stark parieren. Aber wir kriegen noch in der 9. Spielminute einen Eckball. Rossi bringt die Ecke nach innen, der mir richtig gut gefällt, der Rossi. Eckball, aber Kopfball, der geht leicht über die Latte. Aber der Ball war nochmal abgeblockt. Wir bekommen wieder eine Ecke. Rossi bringt die wieder nach innen. Aber der Gegner ist da. Aber Cuadrado ist da hinten. Keiner wird ihn angreifen. Abschluss und abgeblockt. Glückliches Tor für uns. 11. Spielminute. Ausgleichstor von Cuadrado, der Neuzugang. Und dann sind wir schon in der 40. Minute. Da eine ganze halbe Stunde ist nichts passiert. Hier kommt jetzt Depay mit einem Scoop. Dann setzt sich hier stark durch mit dem Schuss und mit dem 2:1. Für uns kurz vor der Halbzeit sehr wichtiger Treffer von Depay und der Star der Mannschaft im Moment. Und es ist immer noch nicht Halbzeit. Wir kommen wieder über Pender, der auf Paredes, aber da ist dazwischen und dann habt ihr das gesehen. Da habe ich ihn voll umgeholzt und das muss eigentlich auch rot geben. Und der Schiedsrichter gibt auch die rote Karte für, wer war das nochmal? Torres oder wie spricht man ihn aus? Torene? George Turine oder keine Ahnung, wie man ausspricht, aber die nächste Szene hat mich deshalb noch mehr aufgeregt. Hier fangen wir den Ball ab für Paredes, hat ihn jetzt den Ball. Setzt sich hier stark durch und jetzt schönes Tackling, kein Foul, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, nee, ist klar. Hauptsache davor rot geben. Also davor war es auch rot, gebe ich zu, aber das war auch eine klare gelbe Karte, wir werden dann durch. Aber nee, was sollst du dazu machen? Wir führen zur Halbzeit mit 2:1 verdient, haben mehr Schüsse und Ballbesitz ist ausgleichen 50-50. Wir springen rein in die zweite Halbzeit. Hier Paredes schön durchgesetzt auf Odo. Nee, unser Bronzespieler mit einem wunderschönen Pass auf Paredes. Der setzt sich gegen den Keeper durch und köpft zum 3:1 ein in der 55. Spielminute. Richtig starker Ball von unserem Bronze-Mittelfeldspieler. Oh, nee, Odo, nee, wenn man ausspricht, keine Ahnung, wie man ausspricht. Eben ungefähr so. Richtig schön dabei, wie man hier nochmal sehen kann. Über die Viererkette und dann schöner Kopfball von Paredes zum 3:1. Haben wir 2 Tore Vorsprung, was richtig wichtig ist. Rossi hier nochmal ein schöner Ball auf Depay
in der 64. Minute mit dem Chop. Schön gemacht. Nochmal mit dem Chop. Jetzt mit seinem Tempo vorbei an Ogbonna. Jetzt muss er ihn reinmachen. Und wer Depay kennt, die lässt er natürlich nicht nehmen, die Chance. Und macht das 4 zu 1 in der 66. Minute. Kommt aber auch nochmal unser Gegner über Morata, der mit einem wunderschönen Lüpfer. Und der Keeper kommt da leider nicht ran. Richtig stark ja noch von unserem Keeper, ob er da noch ran kann, aber leider nicht. Somit steht es 4 zu 2, aber Anstoß, Depay, Schuss, Tor, Traumtor, 5-2, 68. Minute. Richtig starker Treffer und sorry für die Versprecher, das ist jetzt das erste Mal, dass ich wieder kommentiere nach, keine Ahnung, 2 Wochen oder so. Aber ich hoffe, das geht schon klar. Und ja, hier nochmal ein wunderschöner Treffer, seht ihr gleich nochmal in der Wiederholung. Aber den muss der Keeper eigentlich halten. Das seht ihr jetzt nochmal hier. Schöner Scoop, der schön am Gegner vorbei. Dann zu spät angegriffen, Schuss und dann der Keeper. Ja, keine Ahnung, was er da gemacht. Gut für uns, 5-2, aber das ist immer noch nicht das Ende. Nämlich wir holzen unseren Gegner nochmal richtig um. Und diesmal gibt es 11 Meter und glaube ich noch gelbe Karte für Kehr. Aber das macht nicht, ist ja schon die 86. Minute. Und es steht 5-2 für uns. Unser Gegner kriegt denn hier nochmal einen Elfmeter gegen unseren Keeper. Mal sehen, wo er hinschießt. Ist eigentlich ziemlich unwichtig, weil wir das Spiel eh schon gewonnen haben. Wir bleiben in der Mitte stehen und der Gegner schießt rechts von ihm ins Eck. Ja, ich habe gedacht, ja, der schießt ihn in die Mitte. Aber war wohl denn doch nicht so. Deshalb gewinnen wir statt 5-2 nur 5-3. Haben wir immerhin 5 Tore gemacht und dafür haben wir auch gewonnen. Spieler des Spiels war Depay mit einer 9,3. Münzen haben wir bekommen, 666 Münzen, was stark ist. Mal sehen, wen wir für dieses Geld holen werden. Seht ihr alles schon in der nächsten Folge. Wir haben natürlich ein Ligaspiel gemacht, wurde eigentlich ein Online-1-Spiel, aber da habe ich irgendwie gar keinen Gegner gefunden. Habe ich ganz vergessen zu sagen, haben ein Ligaspiel gemacht, gewonnen, haben jetzt 6 Punkte. Und ja, mit so einem Team ist es eigentlich schon gut. Jetzt haben wir 1400 Münzen. Dafür lässt sich bestimmt 2-3 gute Spieler holen. Seht ihr alles in der nächsten Folge, wen ich mir dafür holen werde. Und wir haben 2 Verletzte. Ach du Scheiße. Und einer mit der roten Karte. Na, das werde ich auch noch alles erledigen. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Die 2. Folge von Pay for Depay. Sorry für die Versprecher, aber es ist auch manchmal schwer zu kommentieren. Nach 2 Wochen ist ein bisschen ungewohnt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich mich natürlich auch wieder drüber freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. I'm so in love with you.